Moin moin und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Valonia. Ja, wir sind wieder zu Hause und haben jetzt Kühe. Ich habe die zwei geholt mit den zwei Leinen und ja, die waren hier. Also schon ein Stück weit durch den Dschungel. Die haben sich mehrmals weggerissen von der Leine, als würde die Leine aus ja, irgendwie etwas winzig kleine Faden sein von einer Spinne oder so. Und hier noch eben den normalen Weg der Luca hat hier noch einen hier, hat noch ein kleines Häuschen gebaut und der Weg wieder noch gebaut. Aber er macht es aus Cobblestone, da sollte er schon wahrscheinlich Brickstone oder so verwenden. Es ist, sieht schon schön aus in diesem Texture Pack, aber sieht alles so ein bisschen Slum aus oder so. So, ja. Heute gehen wir in den Nether, weil ich habe jetzt gerade nichts mehr zu tun. Wir haben das alles in 2,5 Stunden Livestream gestern gemacht. Heute um 16 Uhr wieder einen Livestream. Also, um 19 Uhr sicher dann nochmal ein Livestream oder durchgehend auch, je nachdem. Ja, und ich hole mir mal 100 Schweizer Franken und kaufe mir noch ein super Spiel, wo wir gemeinsam spielen können oder so. Oder ich könnte mir irgendwie ein tolles Spiel kaufen und eigentlich so ein bisschen ja, mitspielen lassen. Einfach nicht, dass ihr spielt, sondern ich spiele. Ich weiß schon etwas. Und es wird euch gefallen, vielleicht. Gut, dann gehen wir an den Spawn. Es ist natürlich Nacht. Es ist 6.10 Uhr morgens, deshalb ist niemand auf dem Server. Aber das ist auch gut so, dann können wir in den Nether, ohne dass jemand mich verfolgt und in die Lava schmeißt oder sonst irgendwas. Ich hoffe, der geht, aber es geht sicher. Es war noch niemand hier drin, glaube ich, den ich kenne oder gesehen habe. So. Oh. Oh. Also da war sicher jemand, da müssen wir gar nicht hin. Aber das Soul Sand sieht richtig nett aus. Wir haben ja einen super Bogen, können uns gut ersetzen von jedem bösen Feind. Gleich mal Glowstone, wunderschön. Aber im Nether sieht es wirklich wunderschön aus mit diesem Texture Pack. Auch das Glowstone hat wirklich einen schönen... Ja. Ich liebe das Texture Pack schon langsam. Das ist jetzt wirklich wunderschön. Nicht mehr so extrem rot oder ja, so augenausstechend glühend oder so. So schön gemütlich. So soll der Nether auch aussehen. Ist ja jetzt wirklich nicht ein extremes Dämonenreich. Es ist eher so halt einfach unterirdisches Reich aus Lava und ja, Gestein, dass aus Lava entsteht, halt alles Mögliche. So. Und wir können gerne im Livestream auch nochmal hingehen. Kein Problem. Weil zu dritt macht das immer so viel Spaß. Ich hoffe, es kommen noch andere Leute bald dazu. Aber das war mein erfolgreichster Livestream gestern Abend. Das ist natürlich nur mit positiven Gesichtszügen eigentlich. Ja. Es ist einfach genial. Dankeschön dafür. Für jeden, der geholfen hat und auch noch helfen wird. Ich will mal kurz schauen, was das Weiße dort ist. Kurz mal durch. Da hat jemand Quarz einfach hingebaut. Ja, das unten holen wir jetzt nicht. Weil Quarz haben wir genug, wenn wir dann irgendwo im Gebiet sind, wo noch niemand war. Also, rennen wir noch ein bisschen. Oh, hier geht's nicht weiter. Ja, es ist ein bisschen leerer, weil es ja jetzt 1.8 ist und nicht 1.12. Da hat sich schon viel getan.
Okay, hier unten hat sie wieder Quarz. So. Aber eben keine Monster. Wir werden mal Obsidian farmen und probieren, eine Farmwelt in der Farmwelt, also eine nette Welt in der Farmwelt zu machen. Aber es geht nicht. Das ist halt eben. Also, das weiß ich halt auch als Owner. Wieso macht ihr denn so als Quarz? Ihr habt hier überall Bett. Nein. Netherrack. So. Das ist scheußlich anzusehen. Das arme Quarz, das nehme ich jetzt alle mit. Könnten wir doch gebrauchen. So. Weil es ist wichtig, dass wir im Baumhaus, also im Haus mit Baumhaus herum, ringsherum, auch noch ein bisschen Akzente andere Farbe, einen Kontrast einfach haben, damit es natürlich auch recht idyllisch aussieht. Ich werde jetzt nichts, was dämonisch ist oder so, benutzen, einfach ein bisschen, wie sagt man dem so schön, Netherrack, Nether Ziegel, genau. So. Ich hoffe, ich habe keine Fehler in der Maus jetzt oder so. Weil manchmal kann ich nicht nach oben oder unten, weil das, der Laser ist irgendwie so verschmutzt und ich kriege ihn nicht sauber. Keine Ahnung, was ich hier noch kaufen soll, um es sauber zu lassen. Aber hier waren überall halt Spieler schon. Ja, es ist jetzt gerade nicht so toll hier. Hä? Ich will jetzt nicht oben irgendwas abbauen. Ich will euch lieber irgendwie noch ein paar nette Festungen zeigen und so weiter. Die mache ich immer gerne. Ja, hier war jetzt niemand mehr. Ich glaube, ich gehe oben durch. Kurz hier zum Lava. Quarz abbauen. Jetzt haben wir nämlich schon fast 40 Level und wenn wir sterben, dann ist alles weg. Ja. Also lieber vorsichtiger. So, immer auf die Lichter achten, als nicht, dass er irgendwie Lava runterkommt und dann plötzlich wir verbrennen. Ja, dann müsste ich einen Slash Spawn eingeben. Dann müsste ich mich sofort retten. Sonst haben wir dann die 40 Level weg. Also die da unten hole ich mir nicht. Tja. Ich mache es nicht gern, aber ich muss mich dort drüber begeben. Weil ich bin immer einer, der halt relativ unvorsichtig ist. Es geht leider nicht mehr so schnell. Ja, okay, ich kann einfach durch. Gut. Weil ich bin immer vorsichtig, wenn ich etwas längere Zeit nicht gemacht habe. So, da sind wir an einem neuen Ort, wo niemand war. Toll. Oh, das ist schön. Ganz viel Lava. Gut, haben natürlich noch gecraftet am Ende des Livestreams, sonst hätten wir jetzt wirklich Probleme, weil das Eisen auch relativ weniger wurde. Weil ich noch Kisten gemacht habe für unser Versteck, damit alles geschützt ist. Und ich muss wirklich sagen, an der Decke lassen sich die Truhen extrem schwer befestigen. Also wenn irgendwas schützen wollt, eben die Pferde oder halt Zaubertisch und so weiter, dann macht es am besten einfach so, dass ihr ein Schild dran hängt und überall zumacht, also überall. Das ist leicht. Ich habe es jetzt auf schwere Methode gemacht. Aber ja, genau, es geht ja oben und unten nicht. Schilder gehen oben und unten nicht zum Platzieren. Da müsst ihr halt immer freilassen und ja, da müsst ihr so zickzack und das ist natürlich dann auch wieder aufwendiger. Also ja, ich werde es mal versuchen auf der linken Seite so zu machen und auf der rechten
und der hinteren Seite mit den Truhen. Und an der Decke auch mit den Truhen. Das wird dann schon zu schwer. So. Sehr viel Quarz, super. Leveln immer noch super schnell. Echt nett. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen Glowstone noch haben und eben nette Festungen. So. Ich denke, die werden auch irgendwann mal wieder resettet, diese Nether-Welten. Also die Nether. So. Noch mehr? Prima. Aber eben jetzt den ganzen Part will ich das natürlich nicht mehr. Bringt auch nichts mehr, so hoher Level. So. Und da noch. Ja, ich mache jetzt fertig. Gut. Dann wollen wir natürlich eine nette Festung suchen. Irgendwie wie ein bisschen Dreck. So, ja. Heidreck-Ding, ja, halt Mist. Einfach Mist. Weil wir in der Schweiz haben ganz andere Wörter für diese Sachen. Manchmal lustige Sachen. Gülle. Habt ihr auch, manche Bundesländer haben das auch, Gülle. So, dann gehen wir rüber zur Netterfestung. Ich hoffe, die ist noch nicht besucht. Ja, keine Ablenkung, es ist natürlich so einfach. Wenn ihr dann mit Monster in Kontakt kommt, dann ist es schon schwer. Aber hatte ich Mühe mit den Fingernägeln immer auf der Umschalttaste. Es ist einfach unangenehm, weil ich recht biegsame Fingernägel habe, die sich dann schnell knicken. So. Wie kommen wir jetzt hier nach oben? Es ist hinten dran noch. Ja, müssen nach oben kommen. Ist natürlich fatal, wenn wir nicht, wenn wir an Lava kommen. Heftig, heftig. Ja, wir kommen jetzt gerade nicht so gut nach oben. Wir gehen jetzt einfach zu den Brückenpfeiler hier. So, wunderbar. Und graben uns nach oben. Holen noch ein bisschen Netherrack. So. Damit wir auch oben ankommen. Ah ja, ich brauche sowieso die Ziegel. Also wieso nicht hochbauen, bis wir keine mehr haben und dann durchbauen, nach oben bauen. Stimmt. Ist natürlich praktisch. So. Ah, schon durch. Kein Lava höre ich. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir oben. Prima. Also hier ist nichts, hier ist nichts. Schön am Anfang sind wir. Aber scheinbar ist... Ah, oh, das ist ja groß. Ist doch hoffentlich etwas los hier. Aber es ist wirklich noch nichts. Wir sind heute jetzt am Ende gewesen oder am Anfang oder sonst irgendwo. Also, fangen wir linksbündig an. Das kenne ich von Diablo 2. Das ist meistens gut bei zufallsgenerierten Welten. Also auch dem Nether.
So, da drüben ist wahrscheinlich wieder nichts. Wow, ja. Gott, oh Gott. Liebes Spiel. Du machst es mir nicht leicht hier. So, haben wir irgendwo nette Warzen? Man sieht es nie, dass da ein Spalt drin ist. Das ist schon heftig. Und hier ist sogar noch Lava. Ja, hier ist Netherrack. Dann graben wir uns hier durch. Prima. Und nehmen das. Netherwarzen. Nicht Netherrack. Netherrack sind ja die Blöcke jetzt. Bin ich schon ein bisschen durcheinander. So, ein bisschen markieren, wo wir schon waren. Keine Truhen. Ne. Können aber da noch weiter. Da sind wir wieder hier. Ja. Jetzt möchte ich gerne noch nach oben. Dankeschön, Lava. Dass du mir hier einen Weg machst. Oder lässt er hier. Hä? Ja, da ist nichts. Schade. Umsonst. Dann grabe ich mich aber lieber hier runter. Oder bleib gerade hier oben, weil oben vergisst man meistens mehr. Ja, eine Truhe. Jo. Ja, wieder tipptopp Truhe. Dankeschön. Ja, die nehme ich mit, weil ich ja genug Platz noch habe im Inventar. Ja. Damit nicht Spiele dann plötzlich noch alles durchsuchen hier. Die Zäune, bitte. Weil wir so viele Zäune hier haben und die auch gebrauchen könnten. Denke ich mal. Ihr werdet es dann schon sehen. Also je höher es geht, desto rötlicher wird es dann. So. Es wird ein super schönes Haus. Also, ihr könnt gespannt sein. Also ich gebe mir, ja, fast 100% müde. Aber leider komme ich nicht dazu. Schon heftig. Du willst unbedingt bauen und kommst nie dazu. Ja, genau. Weißt du, alles für Pferde hier. Ich fühle mich schon sowas von extremst beglückt. Der Diamant und ja, das Schwert brauchen wir nicht. So, jetzt sind wir leider voll. Gut. Dankeschön. Also wer Lust hat, er kennt ja die Koordinaten, kann hier noch ein bisschen mehr durchsuchen. Aber wenn ich schon so viel habe, dann brauche ich es eigentlich nicht so. Ja, komm. So angedetschtes Zeug brauche ich nicht. Keine halbe Spitzhacke. Ah ja, die Kisten noch mitnehmen. So. Gut. Ja, denke ich, wir sind fertig. War ein schönes Abenteuer hier im Neffe. Und können in der nächsten Folge, denke ich mal, beginnen mit dem Bauen vom Haus. Hä? Okay, eine Goldrüstung will ich natürlich auch noch fürs Pferd. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier lassen soll. Kann man die nicht mehr zu Quarz machen? Nö. Tja. Ich weiß gar nicht, was ich auswerfen soll. Das ist so schwer. Komm, nette Ziegelzähne können wir wieder herstellen. Und die Kiste können wir auch wieder herstellen. Ja. Und noch eine Truhe.
kann ich mir ohne lachen. Ja, Sättel lassen wir jetzt hier. Ich habe so viele Sattel, das ist extremst. Okay, einen nehme ich noch mit. Und für den Rest habe ich keinen Platz mehr. Okay, Spitzhacke fällt. Jetzt ist aber genug. Gehen wir zurück. So wird man süchtig. Ja, der Spatz. So, komm jetzt. Hallo. Ich fühle mich jetzt gerade wirklich wie jemand, der nicht geschlafen hat. Ja, habe ich wirklich nicht. Dafür sind eben die Augen wieder ausgeruht. Das reicht. Für alles andere mache ich Sport. Das ist sogar gesünder als schlafen. Jo, also packen wir alles in die Kisten und können auch nach einem Mesa-Biom hier in dieser Welt suchen, in der Bauwelt. Weil ich möchte unbedingt einfach ein bisschen Westen machen. Weil wenn wir jetzt einen Mod-Server wieder haben, dann machen wir natürlich wieder alles anders, aber nicht Westen. Deshalb ja, möchte ich da schon mit euch, also die wirklich auch in den Livestream dabei sind, einfach ein bisschen irgendwo, dass wir irgendwo zusammen wohnen können, in einem Grundstück oder in einem Dörfchen, in einem Mesa. Und ich weiß schon, wo ich entlang gehe. So, jetzt können wir noch ein bisschen rennen. Ja gut, es ist nicht mehr gerade. So, hoppla. Einfach Stricktaste drücken, ich kann es immer noch nicht. So, ein bisschen ausleuchten. Gut, jetzt legen wir mal Zeugs rein in den Truhen, die ich einfach weiß. So, sehr gut. Und noch das, noch das. Goldkiste ist ja hier eigentlich vermehrt, nein, die obere. So, Diamanten auch. Diamanten sind noch hier. Die muss ich noch oben tun. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, Feuerstein. Sehr gut. Kann ich die Sättel noch rausnehmen. Hier hoch tun. Blöcke sowieso runter. Tipptopp. Ist eigentlich nichts, was jetzt gerade stört. Weil es schon drin ist oder weil es voll ist. Super. Und jetzt, was haben wir gesagt? Wir nehmen einen Sattel mit, wenn wir ein Pferd finden. Wir nehmen Holz mit, weil wir eventuell ein Boot brauchen. Und komm, nehmen noch das. Ja, das ist Sandstein, okay. Ich dachte, das sei Birkenholz. Gut. Ja. Also hier bauen wir dann ein bisschen weit außen herum, dass wir hier alles Platz haben fürs Haus. Und eben so ringsum, schön ringsum und nicht parallel. So richtig wild. Ihr kennt ja mich, ich habe ja lange Zeit Wildserver gemacht, wo die Leute einfach irgendwie bauen konnten, ohne dass sie Villen bauen oder so. Sondern schön, ja, gemütlich bauen. Halt wild. Nicht so zivilisiert. Also, gehen wir los. Rennen wir hier. So, der Weg von Luca. Und hier ist sein Häuschen. Und da hat er auch geschrieben, dass ich dort hinten bin. Ja, gemütlich.
Hast du also noch ein bisschen gezockt, schön. So, wir gehen an Slaby Bummer vorbei und immer in diese Richtung, dann kommt nämlich das Meer. Ich denke immer, Mesa-Biome sind irgendwo am Meer. Und so da außen herum. So. Ja, leider nur noch 5 Minuten. Mal schauen, wem der Turm hier gehört. Das ist sowas von schlicht. Es war schön, aber immer schlicht. Ob der schon aufgehört hat oder ob ich ihn kenne. Da ist kein Schild hier. Aber ein Haus hat es hier noch. Hier. Rotex GmbH. Ja, nein, kenne ich nicht. Oder Rotex vielleicht, aber GmbH nicht. Ein Dorf, gemütlich. Ah, jetzt weiß ich, wieso er hier einen Turm gebaut hat, wegen dem Dorf. Aber er macht nicht zum Dorf, hä? Mal fragen, ob man den Turm ein bisschen schmücken darf. So, ein bisschen Zuckerrohr mitnehmen. Dann können wir eigentlich diese. Nein, die Blumen nehmen wir noch, nur in der Farmwelt mit. Ich habe schon vergessen, dass ich in der normalen Welt bin. So, wunderbar. Also dann geht es ab 14, ab 16 Uhr hier weiter. Und ja, hoffentlich finden wir eine Mesa. Ich frage noch alle auf dem Server, ob sie schon eine gefunden haben. Aber denke noch nicht. Es ist halt eben ein ganz seltenes Biom. Also es gibt dann nur noch die Eisbike-Biome mit den Eisspitzen. Dann gibt es Mega Tiger Hills. Dann gibt es Mesa, der Name weiß ich jetzt gar nicht, aber der einfach mehr grün hat oben und höher oder spitzer ist. Und sonst gibt es eigentlich kein Biom, das selten ist, weil Pilzbiome sind schon eigentlich fast in jedem Ozean, die kann man eigentlich einfacher finden. So. Gut, wir sind am Meer angekommen. Also dann besuchen wir das Meer. Dann kurz im Livestream. Ich werde natürlich nicht lange im Meer tuckern. Vielleicht ein Wassertempel mal gebucht. Ja, nein, es ist ja auch in dieser Welt. Ich vergesse das immer so ein bisschen. Ich sorge ja schon gut, dass ich nicht in einer Bauwelt farmen muss, kann, will. Oder einfach zu bequem bin. So. Ja. Also. Geht noch weiter sogar. Gehen wir einfach alles in die Richtung dann. Irgendwann kommt schon eins. So, hier ist ein schönes Plätzchen. So, mal Pause machen. Und den Wassertempel haben wir auch noch hier. Toll. Also, eben, wir können nichts machen, Wassertempel. Wir sind in der Bauwelt, aber. Wenn wir einen in der Farmwelt finden, ja, dann müssen wir einfach aufpassen. Ja, deshalb mache ich auch alle Chemie. Also, tschüss, bis demnächst, also 16 Uhr Mittwoch. Tschüss.